In diesem Video werde ich die sogenannte Drei-Welten-Theorie kurz darstellen. Die Grundgedanken dieser Theorie wurden bereits von Denkerinnen und Denkern der griechischen Antike entwickelt. Eine besondere Bekanntheit erreichte diese hier geschilderte Sichtweise, aber vor allem durch die Überlegungen von Karl Popper. Popper lebte von 1902 bis 1994. Philosophinnen und Philosophen versuchen mit Hilfe dieser Theorie die Wirklichkeit aus Sicht des Menschen zu beschreiben. Um die Wirklichkeit beschreiben und erklären zu können, wird diese in die sogenannte Welt 1, Welt 2 und Welt 3 unterteilt. Zur Welt 1. Diese Welt beinhaltet alle Elemente der physikalischen Welt, in der sich das jeweilige Individuum, also der einzelne Mensch, befindet. Dementsprechend lautet die altgriechische Bezeichnung dieser Welt auch Physis. Beispiele für materielle Objekte dieser Welt 1 sind unter anderem Berge, Computer, Fahrräder und der menschliche Körper. Nun zur Welt 2. Diese Welt beinhaltet alle Elemente des jeweiligen Bewusstseins eines Menschen. Dementsprechend lautet die altgriechische Bezeichnung dieser Welt auch Psyche. Mögliche Inhalte der Welt 2 sind unter anderem Gedanken, Gefühle und das Einzelbewusstsein, also das Bewusstsein eines einzelnen Menschen. Nun zur Welt 3. Diese Welt beinhaltet Vorstellungen in Form einfacherer und anspruchsvollerer Annahmen. Einfache Annahmen entstehen in der Regel vergleichsweise weniger systematisch und beharrlich. Anspruchsvollere Annahmen entstehen in der Regel durch systematisches und beharrliches Selbstdenken, wie beispielsweise im Bereich der Wissenschaften. Einfache Annahmen werden in der Philosophie unter anderem als Mythos und anspruchsvollere Annahmen als Logos bezeichnet. Deswegen spricht man auch im Zusammenhang mit zunehmender Erkenntnis von einem Fortschreiten vom Mythos hin zum Logos. Theorien und Ideen, wie etwa physikalische Gesetze, politische Ideologien, Inhalte von ganzen Büchern, Webseiten und Videos sind Beispiele für Vorstellungen bzw. Annahmen der Welt 3. Inhalte der Welt 3 entstehen ursprünglich im Bewusstsein der Menschen, also der Welt 2. Diese Vorstellungen und Annahmen der Welt 3 können dann aber unabhängig vom Einzelbewusstsein, also der Welt 2, weiter fortbestehen. Die vom einzelnen Individuum erdachten Theorien und Ideen können andere Menschen beispielsweise in Form von Büchern, Gesprächen und Vorträgen weitergegeben werden. Alle drei Welten beeinflussen sich gegenseitig. Das menschliche Bewusstsein, die Welt 2, ist durch das Selbstdenken über Inhalte aller drei Welten ein Mittler zwischen der physikalischen Außenwelt, also der Welt 1, der Physis, und den Ergebnissen des Nachdenkens, den Vorstellungen und Annahmen, also der Welt 3. Ein Beispiel für das Zusammenwirken der drei Welten stellt der Bauplan eines Hauses dar. Das fertig gebaute Haus und der zu Papier gebrachte Bauplan sind Teile der Welt 1, der Physis. Die Vorstellungen, wie das Haus konkret aufgebaut und aussehen sollte, sind ein Teil der Welt 3. Das Bewusstsein, die Psyche, des Baumeisters, der den Bauplan erstellt und mit seinen Mitarbeitern umsetzen möchte, ist ein Teil der Welt 2.